Tagchen, Leutchen und willkommen zurück zu einem neuen Projekt hier auf dem Channel. Wir spielen heute Kreativ Destruction. Das wollte ich schon Universe sagen, ich weiß nicht, wo das herkommt. Jedenfalls, wir spielen Kreativ Destruction und es erinnert so ein bisschen an Fortnite. Und ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte, aber ich bin in einen ultra nervigen Erklärungs-Etwas-Tutorial gelandet. Mit einem Guide, der anscheinend Hammer heißt. Und ich habe das Spiel jetzt extra neu gestartet, damit ihr das hier sehen könnt. Ich weiß nicht, warum ich euch das antue. Es tut mir leid. Let's look around first. Look, a small house over there. Das war's. Let's go and see if we can find a bigger gun there. Bewege eine Maus. Ja, ich sehe es. Wow, look. There's a rifle and ammo in the house. But which idiot shut the door? Oh, jetzt sag. Smart. Now tear it down and get inside. Good job. Now pick up the rifle. machen die hier gerade den Garry's Mod Move? Oder gab's in Half-Life auch dieses Ding? Wahrscheinlich schon. Egal. Wir nehmen uns diese Waffen, dieses GH und diese Munition, die Fortnite überhaupt nicht ähnlich sieht. Die nehmen wir uns jetzt. Mit einer Waffe in der Hand fühlt es man sich sicher. Übrigens, was kann ich mit dem Holz von der Tür tun? Ach echt, diese... keine Ahnung, was ich damit tun kann. Ich habe Fortnite nie gespielt. Überhaupt nicht. Zerleg Gegenstände in ihren Einzelteilen, um Material für den Bastion zu halten. Lass die Bestie in dir frei, reißt die ganze Gebäude. Okay. Was ist überhaupt eine Bastion? Kann man... Okay, jetzt kommen die mit den Sport... Den Spruch bringe ich übrigens oft, aber gut. Lustig, den jetzt mal von wem anders zu hören. Was ist überhaupt eine Bastion? Kann man das essen? Ich lege kurz das Gebäude da in Schutt und Asche. Okay, das ist normales Zeug, das ich auch so sag. So, was passiert jetzt, wenn ich den hier mache? Achso, das Spiel will sogar, dass wir das machen. Zurücklehnen und genießen. Darf ich mal? Tipp zum Fortfahren. Wow, not bad. Grab your precious rifle now. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Der Guide heißt einfach Hammer. Ich komme drauf nicht klar, Leute. Alles klar, okay, besser Fortnite. Alright. Just like a kid. Wie ein Kind? Kann ich nicht den Hammer abknallen? Oh my gosh, we're under attack. Oh my gosh. Find out who's attacking us. Finde schnell heraus, wer uns angreift. Oh. Ich bin mir nicht sicher, Leute, wer uns da gerade angreift. Also, ich glaube, es ist der Hammer. Der greift uns nämlich auf eine ganz andere Ebene an als der Typ mit dem Geschützer, also mit der Skaha wahrscheinlich, was er da hat. Der greift uns nämlich innerlich an. Unser Geist ist leider schon am Verrotten wegen diesem dämlichen Hammer. Da werde ich doch glatt gern von den Typen da erschossen. Der sieht nicht wie ich aus, aber meine Fresse, der ist hübsch. Ich will den nicht erschießen. Der Typ ist absolut hübsch. Was? F1? F5! F5 ist jetzt nicht gerade die praktischste Taste. Eine richtige Bastion, definitiv. Sicher ungeschützt draußen. Finde den Kerl, der auf dich geschossen hat. Oh, ich habe keine Ahnung, wohin. Aimed! Shoot him! Shoot him! Nee, der ist hübsch. Aber. Hey! Guck mal, der macht uns gar nichts. Übrigens ist schon sick, dass man einfach mit einer einzigen Taste diese Bastion hier macht. Also das Spiel ist dann anscheinend ein bisschen Noob-freundlicher, denke ich. Weil Profis können das ja easy machen, aber Noob hat dann echt das Problem mit. Also ich zum Beispiel. Tut mal leid. 15er Hit. Amazing. 30er Hit. Seems like you have a great talent for shooting. What the fuck? Nein, bleib hier. Mein hübscher Ritter. Wo bist du hin? Nein. Ich wollte dich doch einladen. Zu mir nach Hause. Na gut. Beeindruckend. Sieht so aus, als hättest du ein echtes Talent als Schütze. Okay, 75er Hit in den Kopf. 30er Hit Brustbereich. Und der Fuß ist der 15er Hit. Okay, das merke ich mir. Ja, aber das funktioniert natürlich auch nur von der Skala. Now let's try First Person Mode. Was? Try to aim and defeat him in First Person Mode. Boah! Okay. Eier?
Higher ist 30er Hit, okay. Und was ist die Waffe? Auch ein 15, okay. Modus wählen. Hallo Abenteurer, bitte wähle deine bevorzugte Perspektive. Die Änderungen werden sofort übernommen. Du kannst dies jederzeit im allgemeinen Menü ändern. Okay. Jetzt ist nur die Frage, ob meine Gegenspieler dann auch automatisch nur Leute sind, die First Person spielen oder Third Person. Weil First Person, das hört sich eigentlich ganz cool an. Würde ich mal ausprobieren, wie das so Fortnite-mäßig in First Person ist. Aber ich hoffe halt, dass dann der Gegner keinen Vorteil hat. Du hast die Ego-Perspektive ausgewählt, du kannst jederzeit... Ja, das hast du mir gerade eben gesagt. This is bad. A snowstorm is raging in the Aurora Valley. You lose HP when you're in the storm. Oh shit. Check the map to find where to avoid the snowstorm. Nein. Oh, Sturm geht. Du wirst hier LP verlieren, Lebenspunkte. Aktuelle Sicherheitszone, die sicher vor Sturm zieht. Nächste Sicherheitszone. Okay, das ist. The snowstorm is coming. Let's hurry to a safe place. Look, there's something shining in that house. Let's go over there and take a look. Okay, sprinten funktioniert. Ich weiß gar nicht, kann man Fortnite sprinten? Gibt's da eine Sprinttaste? Oh nein, die Kiste ist zu weit oben. Wow, you're really lucky. That is one shiny chest. Hurry, let's take a look. Hm, stark, naja. Aber das Dach ist zu hoch, so hoch. Ich würde mal sagen, dass das kein Dach ist. Es ist ein Pavillon? Nee, ein Pavillon ist auch Blödsinn. Es ist auf jeden Fall kein Dach. Was, wie Come soll ich darauf on, let me teach you. To get to the roof, we need to build a ramp with materials. Okay. Yeah, the ramp is finally completed. The treasure chest is right here. Just open it. Nach diesem Tutorial will ich sterben. Ich kann nicht mehr zur Waffe. Welche Taste? F? Open the chest to see what's inside. You're really lucky. An RPG. Quick. Well, come on. We need to move to the next safe zone. Mhm. Und ich darf übrigens keine Waffe auswählen gerade. Kann ich hier irgendwas? Nee. Endlich geschafft. Nur zur Info. Andere Abenteurer haben schon ihre Bastionen. Oh. Wow. So ein Gewehr standhält. You forgot about your RPG. It can destroy buildings easily. Let's try. Ja. Geht nur um die Bastion zu zerstören. Come on. Congrats. You have completed the training. Tschüss. Bleib hier. Mann, Looks like you have what it takes. Next, let's start your actual battle training. Bereite dich aufs nächste Training vor. Ich mach mal ein bisschen leiser. In real battles, you need to survive for as long as you can and eliminate opponents in order to win. Tap start. Nein. Ich will wirklich kein Match spielen gerade. Ich will mich erstmal reinfinden, die Sensibilität erhöhen und so. Aber aus. Die sind nämlich echt langsam. Dürfen wir wohl nicht. Voll gut. Gut, baue ein vorteilhaftes Bauwerk. Der Turm kann zu Angriff und Verteidigung sehr nützlich sein. Aber muss ich jetzt sofort ein Match spielen, oder? Die Standardgrafik an der Stelle ist niedrig. Du kannst die Grafik. Oh. Ja, war die nicht gerade. Oh cool, ich kann auch den Grafikstil verändern. Bisschen röter. Also irgendwie gefällt mir das hier. Aha. Nationalflagge im Spiel anzeigen. Ist mir eigentlich wurscht. Steuerung. Feuern. Da ist schon wieder so kalt. Was ist Modus 2? Ach, da ändert sich einfach nur Ducken. Ducken ist da C. Das ist die einzige Änderung. Okay. Was ist das? Das...
Flughafen. Yay! Welcome to my air taxi. Oh. We are now hovering above the Aurora Valley. Ah, what a big island. Please be careful. Although the scenery is pretty, it's frequently attacked by snowstorms. Oh, lass mich hier raus. Geh weg von dieser bösen Frau. Tschüss. Oh nee, der Hammer ist immer noch da. Ich wollte entkommen, Leute. Ich wollte entkommen, aber es ist nicht möglich. Dieser dämliche Hammer jagt uns einfach. So, wir spielen jetzt schon gegen echte Spieler. Holen hier absolut keine Ahnung ab. Dachte ich, ich mache erstmal das Tutorial oder so. Nein. Gut. Wir fallen übrigens langsam. Was ist das Windmühlental? Oh, wir hätten ins Windmühlental müssen, oder? Ups. Es ist ja jetzt nicht so glatt gelaufen. Irgendwie, ich kann das auch überhaupt nicht steuern. Ich lande hier am Arsch der Welt. Das gibt's doch nicht. Jetzt lande ich hier am Arsch. Ich kann das nicht steuern, Leute. Ich kann mich nicht vom Fleck bewegen. Jetzt kann ich mich auf einmal bewegen. Ihr habt es selbst gesehen, ich konnte mich nicht bewegen. Ich sehe die Sicherheitszone nicht mal gut. Was ist... Ja gut. Das ignorieren wir jetzt erstmal. Okay, es sind immer noch 100 übrig. Oh. Ach, guck mal. Gibt es einen Marker dafür, dass eine Truhe in der Nähe ist? Da muss man ja fast nicht mehr sein Gehirn benutzen. Okay, ich hab die Waffe aus Destiny. Und ich habe eine sehr seltsame Playmobil-Uzi. Und ich hab eine Scar, Leute. Die Scar hätte ich gern hier vorne. Mach mal den. Das schmeiß mal raus. Ich weiß nicht, wie... Ich kenne mich mit dem Waffen mal jetzt hier gar nicht aus. Bist du? Ne, AK. Was von beiden ist jetzt die stärkere Waffe? Das ist jetzt die Frage. Oh, wird angezeigt. Die AK ist stärker. Die AK ist stärker, Leute. Okay, das sind echte Spieler. Wir müssen jetzt unseren absoluten Skill beweisen, Leute. Erste Hilfe-Set. Und schon wieder eine Knarre. Ist aber schwächer. Ist aber eine Burst-Knarre. Also dürfte eine Burst-Waffe sein. Ich finde es immer noch ein bisschen zu langsam. Ich brauche aber auch Holz. Gut. Also die Skaha ist hier nicht die Bosswaffe. Gut, das muss ich mir merken. F5 war dieses schnelle Ding platzieren, ne? Okay, aber ich finde es bis jetzt, es ist eigentlich ganz cool. Es ist ganz cool gemacht. Muss man das Spiel schon mal so lassen. Es war ein bisschen unglücklich gelaufen mit meiner Landung hier gerade, aber was soll's? Jetzt euer Ernst, dass ich hier einfach runterrutsche? Ich kann hier auch nicht mal hoch, oder was? Na, jetzt halt. Ja, auf mich wird geschossen, glaube ich. Wurde er gerade auf mich geschossen? Oder was war das für ein Geräusch? Hier war gerade irgendwie so ein Geräusch, das sehr stark nach Schuss angehört hat. Boah, hier ist anscheinend auch keine Sau. Okay, es passiert was. Okay. Ach, guck mal. Mit Y kann ich den Sprach... Mit T kann ich andere hören, oder wie? Oder wie ist das hier? Ich habe keine Ahnung, was hier am Happening ist. Ich lasse es mal aus. Vorräte. Die sind da hinten aber. Okay. Schauen wir mal,
Alles so zukunftsmäßig, voll geil. Ist nur ein bisschen komisch, dass wir das angeblich 100 Leute, okay, 71 jetzt hier sein müssten irgendwo. Aber wir finden halt keinen davon. Wir finden halt keinen. Was ist das denn? Was war das? Polizei! Was war das? Polizei! Was haben wir hier? Oh, eine MP. Die ist lila. Power 30. Aber die hat eine gute Kadenz. Ja, gut. Aber die macht das mit der Power wieder dann weg. Ja, gut, machen wir die Uzi mal weg. Wäre wahrscheinlich intelligent, die auch mal auszuprobieren, erst die Waffen, die wir wegschmeißen. Aber hey! Hat er mir gerade ernst. Ja, der markiert eiskalt. Tschüssi! Wir haben den Kill! Oh, eine Brille! Cool! Gönn ich mir! Was ist das? Shotgun? Ne, Verband haben wir genug. Wir haben den Kill gemacht, Leute! Eigentlich habe ich erwartet, wir wären jetzt sowieso gleich weggesnaggelt, aber ey! Das sind schon wieder Steps. Ja, Mist, wir crouchen auf C. Yes, wir haben noch einen. Tschüssi. Ich kann es sein, dass das hier die Kindergartenversion von Fortnite ist? Ich verstehe jetzt gar nicht so wirklich, was hier gerade los ist, warum ich hier Kills auch noch hinbekomme. Hier stimmt eindeutig irgendwas nicht. Weil man bekommt die Steps markiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht sein soll. Also, wie es jetzt für mich ist. Kann ich jetzt nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Also für Noobs, die so gar nichts am Checken sind wie ich, ist das wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Aber so ist es halt komisch. Nice, den Hammer. Ja, irgendwas stimmt ja nicht. Sind das Bots oder was ist hier los? Also ich glaube, das sind Bots, oder? Also wenn das keine Bots sind, weiß ich auch nicht. Das müssen Bots sein. Das könnt ihr mir so nicht erzählen. Vor allem, man bemerkt die Steps ziemlich früh. Man merkt sehr schnell, dass die Steps da sind. Deswegen mache ich ja die Kills. Also wenn jetzt einer campt und sich nicht bewegt, dann weiß der halt schon ein Stück früher, dass jemand da ist. Das ist natürlich jetzt nicht so praktisch, dass wir auf C crouchen. Und ja, es könnte möglich sein, dass ich gerade am Campen bin. Aber ich weiß nicht, was mit der Zone passiert. Denn jetzt einfach rausrennen, das liegt mir nicht so. Das liegt mir jetzt gerade eben nicht so, dass ich da jetzt einfach rausrenne. Meine Hände frieren aber leider an. Ein. Das ist ein Problem. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass der mich nicht wegballert. Okay, welche Taste war das? Knapp. Das war knapp. Wo ist denn der? Da baut er sich ein. Bin ich überhaupt verletzt? Wo rennt der hin? Den Hammer. Aber uns geht die Muni aus. Das ist das Problem jetzt. Uns geht die Muni aus, Leute.
Ich kriege ja gerade einen halben Herzinfarkt, weil ich keinen Plan habe, was hier abgeht. Oh, wir haben volle HP. Okay. Er hat da irgendwas, aber ich komme da nicht ran. Okay, was haben wir hier? Mist, für die 6 haben wir auch nichts Neues gefunden. Okay, die AK ist hier wohl die Bosswaffe. Das sollten wir uns vielleicht mal merken. So, hierfür haben wir nichts bekommen, oder? Ja, erstaunliche Kräfte. Feuerstöße. Leicht und effektiv. Schnellfeuer. Die will ich ehrlich gesagt nicht. Ja, gut. Weiß ich jetzt nicht so recht. Also, wie war's? F4, ne? Ich kapier's Baum gar nicht. Achso, da drüben. Das habe ich gar nicht gesehen, sorry. F3 ist eine Rampe, okay. Nehmen wir mal mit. Mann, ich will die ganze... Ich drück down die falsche Taste hier. So, wir sind hart nah an der Zone. Und wir gucken jetzt mal, was wir hier überhaupt alles haben. Bausteine, okay. Eine Gasbombe. Achso, das ist auch eine Falle. Sprungbett schleudert Feinde zurück. Okay. Vorräte werden abgeworfen. Wir haben keine Steps. Die Vorräte sind da hinten. Halte ich jetzt für kein... Da war einer. Habe ich gesehen. Da hat sich gerade noch einer durch. Ja, da macht hier natürlich wieder den Profi-Baumeister. Wir sind der Profi-Camper. Ernsthaft, ist der jetzt abgehauen? Oh, ja, wir müssen hier weg. Oh, das geht aber fix. Ja, muss ich mal glatt nachladen hier. Oh, hab ich getroffen. Finde ich ja nicht so gut. Ich hab schon wieder volle HP. Ja, ist den Hammer. Keine Ahnung, wie ich das überhaupt mache. Wie ich da überhaupt einen Kill hinbekomme. Ja, Skaha. Nicht so. Was bist denn du? Ist eine Schrotflinte. Okay. Leer. Okay, keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall hier rüber erstmal. Und irgendjemand versucht da auf uns zu schießen. Aber ich habe jetzt keinen Bock, weil die Zone näher kommt. So, der war hier irgendwo. Und hier baut sich einer wieder hoch. Da drüben wird rumgefeuert. Und da baut auch einer. Die Zone verkleinert sich. Etwas dangerous. Wir sind schon über 24 Minuten. Wir haben hier einen Down. Die bauen hier schon mit Diamant. Was haben die denn alles?
Und hier ist eine Kiste in der Nähe. Über uns. Das war jetzt nicht ganz so praktisch. Und eine Platte ist F2. Okay, whatever. Oh, die Zone. Ich habe die Zone übersehen. 5. Ach, da oben sind meine HP. Ja, das habe ich jetzt mal glatt ein bisschen übersehen hier. Da war aber irgend so eine Space-Waffe. Die sah verdammt cool aus. Die HP sind immer noch voll. Was ist denn der gelbe dann? Ist das hier so ein Schutzding, was mich noch vor Ding schützt? Also vor dem Nebel, vor dem Sturm? Oder was es ist? Das wäre natürlich sehr geil, wenn das so ist. Aber irgendwie... weiß nicht. Wie viel Leben überhaupt noch? 2. So, bin ich einer davon. Ja, 15er Hit. Die Zone schrumpft. Schon wieder. Und ich baue so gut wie gar nicht. Irgendwie ist es gerade gar nicht so nötig zu bauen. Ein 30er. Oh, ist gar nicht so schlecht gerade eigentlich. Aber er baut sich langsam vor. Das gefällt mir gar nicht, dass er das macht. Mist, er hat aber den Zonenvorteil. Ich hab gewonnen! Leute, ich hab gewonnen! Ich bin der Stern der Morgendämmerung! Yay! MVP-Gameplay. Das war auch ich, oder? Ja, das war ich. Das war der erste Kill. Hab mich ein bisschen geärgert, dass ich da nicht durchschießen konnte, aber gut. Wir haben gewonnen. Also, neuer Rekord. Distanz. Gebaut. Schaden. 7 Leute eliminiert. Von 100 Spielern. Ich habe überlebt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber ich habe dafür 1135 F-Münzen bekommen. Nice. Gehen wir mal raus hier. So. Wir sind Bronze 2. Okay. Season Level Aufstieg 2. Mann. Muss einfach an unseren wirklich wunderschönen Haaren liegen. Fällt mir ein, ich habe die Facecam. Jetzt vergesse ich manchmal, was die anders ist. Ich habe mich schon einfach an die Facecam gewöhnt. Tagesmission. Yay! Wieder in den ewigen Modus. Ich überlebe insgesamt 25 Minuten. Hab ich doch. Gruppen im Kampf erreichen 4 Teams. Okay. Profi-Team. Aus. Ich mache da jetzt mein ausführliches Video, weil ich bin ja jetzt nicht so. Ist es unwahrscheinlich, dass ich das Spiel öfter spiele. Also ich finde es geil, es taugt mir. Aber ich dachte, ich hätte gut, eigentlich günstig. Okay. Ich dachte, ich hätte hier noch andere Spiele gesehen außer Battle Royale. Also von den Bildern her hat so ausgesehen, als gäbe es hier wieder. Oh, Schnellantwort, Ziel entdeckt. Okay, ist natürlich auch cool. Aber klassisch neu. Ach so, okay, das waren alles neue Spieler. Also ich dachte jetzt eigentlich, sehr gut, da gibt es hin. Klassisch neu. Da gibt es hier noch Kontrolle. Genau, das war das andere, was ich gesehen habe. Das war so ein bisschen Team Deathmatch, also so ein bisschen, ja.
COD-mäßiger ist. Okay, klassisch 9. Training. Fallschirm. Ja, den Fallschirm habe ich nie so ganz hinbekommen. Keine Ahnung, warum die mich, bevor sie mich in den Trainingsbereich gleich geschickt haben, einfach in den Match geschickt haben. Keine Ahnung. Aber hey, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben überlebt. Wir haben den Namen. Curly the Truck kommt Frage 1. Hallo Abenteurer. Ja, ja, der Truck zu sehen. Beantworte die Fragen. Okay. Oh. Ja gut, das mache ich dann wohl selber. Also es sieht interessant aus, Leute. Es hat was zu spielen. Muss ich mich hier noch anmelden? Ja, egal. Ich würde das Video jetzt an der Stelle beenden. 30 Minuten sind wohl mehr als lang genug. Ob noch mehr von diesem Spiel kommen wird, weiß ich nicht. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und ja, dann sieht man sich wohl im nächsten Video wieder. Tschüss, Gossi. Bye. Hey Leute, willkommen am Ende des Videos. Ich wollte mich nochmal entschuldigen dafür, dass das Video bzw. der Hauptton vom Spiel so deutlich lauter ist als meine Stimme. Das ist mir jetzt echt ein bisschen unangenehm, dass es jetzt so blöd geworden ist. Ist aber jetzt leider so, da es ja der eigene Battle Royale Modus war, ist jetzt nicht so schlimm, aber ich hatte noch ein paar andere Videos eigentlich aufgenommen, die ich natürlich alle wegschmeißen kann, weil das waren Deathmatches und die waren übertrieben laut. Ich wollte nur sagen, ja, sorry, die nächsten Videos werden besser. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da und ja, dann Tschüssikowski und goodbye.